Alright, pass auf, ich versuche das schwerste Parcours-Spiel der Welt zu programmieren und die ersten 5 Spieler, die dieses Spiel durchspielen, gewinnen 500 Euro. Das ist eine Idee, die ich schon super, super lange in meinem Kopf habe und die wird heute endlich Realität. So richtig mit übelst krassen Hindernissen, richtig asozialen Jump-Run-Passagen. Das wird absolut geil. Und wie jedes geile Game braucht meins natürlich auch einen richtig geilen Namen. Ja, ich dachte, ich würde den auch noch ändern, aber nee. Zuerst brauchen wir den Helden unseres Spiels, der ist blau und heißt Olaf. Olaf muss sich natürlich bewegen können, also laufen, springen, umsehen, all den ganzen Kram. Also gefühlt 100 Tutorials und 6000 Fehlermeldungen später kann Olaf springen, laufen, sich umsehen und sich einfach bewegen. Das hat einen kompletten Tag gedauert. Ja. Tag 2 wird noch besser. Erstmal habe ich den Parcours von gestern gelöscht und jetzt bauen wir nämlich so einen richtigen Hindernisparcours mit verschiedenen Plattformen, Tunneln, so richtig Ninja-mäßig, wo Olaf seine ganzen Parcours-Skills testen kann, die noch ziemlich wack sind. Olaf lernt jetzt erstmal ein paar neue Skills, zum Beispiel umso länger du die Leertaste drückst, umso höher springst du. Das heißt, du kannst so richtig präzise springen, was bei den Levels später auch wichtig wird. Außerdem kann er jetzt noch crouchen und ich dachte aus irgendeinem Grund, es wäre noch eine gute Idee, wenn das könnte. Das Programmieren hat auch auf gar keinen Fall 3 Stunden gedauert und tada, Olaf kann jetzt sliden. Fresh. Jetzt machen wir das Ding, was ich unbedingt im Game haben wollte, aber die absolute Hölle zu programmieren war Wallruns. Ich wollte dann unbedingt, dass man so Ninja-Style an den Wänden langrennen kann und dann so von Wand zu Wand springen kann und so. Es fühlt sich fucking awesome an. Achso, und es gibt noch einen Double Jump, das ist auch noch neu. So, für die Level habe ich mir was richtig Asoziales überlegt. Bounce Pads, die dich komplett durch die Gegend schleudern, so Todesrollen, die dich einfach zerquetschen. So eine Sensen, die halt so mega crazy durch die Gegend schwingen. Natürlich auch Stacheln, die Klassiker, man kennt sie. Kreissägen auf Doom und so eine Propeller. Die Frage ist nur, wie bewegen sich die Dinger jetzt? Weil ich möchte halt pro Level schon so ein paar hundert von diesen Dingern reinbauen. Und die jetzt alle per Hand zu bewegen, da seid ihr alle in Rente, bis ich fertig bin. Deshalb habe ich ein komplett eigenes System programmiert, was das automatisch für mich macht. 500 IQ, ich sag's euch. Ich präsentiere den ersten Testparcours. Aktuell sieht das Game aber grafisch halt noch so ein bisschen wack aus, deswegen dachte ich pimp das mal mit so einem coolen Comic-Style. Und finally ist es Zeit, das erste Level zu bauen. Es wird insgesamt 3 Stück geben und jedes wird so richtig asozial. Wenn ich hier gerade das erste Level baue, fragt ihr euch sicher schon, wie ihr die 500 Euro gewinnen könnt. Das erkläre ich euch später genau. Ich will mich nur gerade schon mal bei Adobe bedanken, die dieses Game nicht nur mit ihren Tools, wie zum Beispiel Adobe After Effects, Premiere Pro oder Photoshop unterstützen, sondern auch so Dinge wie das Preisgeld halt erst möglich machen. Vielen, vielen Dank. Erste Level ist fertig. Mal sehen, was meine Freunde dazu sagen. Kevin ist gerade noch spontan vorbeigekommen und du bist jetzt der erste Spieletester. Okay, also ich setze mich jetzt einfach hier hin und ja, zock eine Runde, oder wie? Ja, also yo! Digga, what the fuck? Oh, fast, Digga, fast. Boah, das bockt aber. Das motiviert mich gerade richtig. Du checkst nicht, wie geil das ist. Ich glaube, das ist einer meiner Favorite-Projekte von dir bis jetzt. For real. Boah, Digi. Was macht mich so sauer? Ich will's jetzt weiter schaffen, ne? Komm, wir machen spannend. Die ersten 5 Leute, die das ganze Game durchspielen, kriegen 500 Euro. Ja, geil. Wenn du das unter den ersten 5 schaffst, ja, mache ich 500 Euro Sub-Bombe bei dir. Boah, okay, machen okay? wir. Ja, Deal. Ich gebe mein Bestes, Digga. Da Kevin es halt nicht mal über das erste Hindernis geschafft hat, zeige ich euch kurz noch den Rest von Level 1. Ich präsentiere die Sensen des Todes, die Walls of Frustration, die Spinning Hell Spikes, der Tunnel straight in die Hölle und da ist auch schon das Ziel. Ich bin so gespannt auf eure Reaktionen, deswegen, wenn ihr spielt, schickt mir gerne Clips rum, ich schaue mir einfach alles an. Aber echt lang genug an dem Game gesessen, ich sag's euch. Und nach so 4 Tagen ist das erste Level komplett fertig gebaut. Beim Testen ist mir aber eine Sache aufgefallen, man stirbt fucking oft. Also ich glaube und ich hoffe auch so ein bisschen, dass man schon so 1000 Tode oder sowas braucht, um ein Level zu schaffen. Deswegen ist mein erstes Ziel heute, eine satisfying Death Animation zu machen. Und ich dachte mir, eine Death Message wäre halt zu langweilig. Deswegen habe ich zusammen auf Instagram mit euch ganz viele Death Messages mir überlegt. Jetzt siehst du halt jedes Mal random eine von, glaub, 40 Todesnachrichten oder so, wenn du stirbst. This Entertainment at its best. Ach, und damit du sehen kannst, wie oft du Olaf schon in den Tod gestürzt
Holz hast, gibt's noch einen Death Counter. Anderes Thema, wo ich die ganze Zeit schon im Kopf drüber zerbreche, sind Checkpoints. Ich habe erst überlegt, keine Checkpoints zu machen, aber ich glaube, das ist einfach viel zu asozial. Deswegen dachte ich mir, ich limitiere quasi die Respawns an den Checkpoints. Das heißt, bei jedem Checkpoint hast du einen Versuch, vom Checkpoint weiterzukommen. Stirbst du, wird der Checkpoint gelöscht und du musst wieder von Anfang an anfangen. Ich fühle mich schon so ein bisschen asozial beim Programmieren von dem Spiel, Alter. Damit es nicht ganz so schlimm ist, gibt es noch einen coolen Winning-Screen, wenn ihr ein Level schafft. Und ich habe noch ein Settings-Menü gebaut, damit ihr das Spiel natürlich auch einstellen könnt. Lol. Und heute geht es dann endlich an Level 2 noch asozialer als Level 1. Ich habe eine riesen Liste an Ideen, was ich alles einbauen möchte. Zerbrechende Plattform, so ein Aufzug finde ich irgendwie cool. Außerdem gibt es noch diese komischen drehenden Dinger hier. Und die Wall of Pain. Und ich schwöre euch, dieses Ding ist fast unmöglich. Aber ich habe jede einzelne Stelle in diesem Spiel so oft gespielt, bis ich sie selber geschafft habe. Wie man an meinen Toten sieht, war das halt einfach ein absoluter Mental Breakdown. Also kommt mir nicht mit irgendwas, ist unmöglich. Ist halt das schwerste Jump'n'Run der Welt. Ich bin gespannt, ob es überhaupt jemand packt. Revi jedenfalls nicht. Level 2 ist komplett fertig und wir haben den ersten Testkandidaten für Level 2. Ich will das nicht. Digga, das Problem ist, ich lerne halt nicht aus meinen Fehlern. Ich krieg das halt nie wieder repliziert, weißt du? Pro Gamer Kappa, Digga, diese Texte machen aber auch halt dich todesaggressiv einfach auch, ne? Warum auch immer bin ich dann wirklich beim Namen Project Name geblieben und habe in Adobe Photoshop dafür schnell ein richtig geiles Logo zusammengebaut. Das dann alles mit einem super fancy Startbildschirm gebaut, inklusive Hauptmenü. Fancy. Zwei Level sind jetzt schon mal komplett fertig, aber was im Spiel auf jeden Fall noch fehlt, ist der Ton. Das heißt Mucke und Soundeffekte. Und die machen wir natürlich auch komplett selber. Fangen wir an mit der Mucke. Ich dachte mir, klar, kann man jetzt so typische Videospielmusik machen oder irgendwie so Rage-Game-Mucke. Aber gerade weil man in dem Game ja öfters mal ausrastet, fände ich es super witzig, wenn wir einfach Lo-Fi-Mucke machen. Das heißt, so das Entspannendste, was es eigentlich an Musik gibt. Im Lebensteil mache ich jetzt noch Level 2. Und Level 3. Und auch ein bisschen was fürs Main-Menü und Splash-Screen. Musik hätten wir. Als nächstes Soundeffekte. Ich dachte, ich hole mir von jedem in der Halle hier einfach so einen Death-Sound, sodass wir einfach ganz viele verschiedene haben. Ich fange einfach mal an. Ja. Passi. Okay, Mann. Machen Sie mal einen Sound, als würden Sie sterben. Gucken wir mal, wie die geworden sind. Seid ihr ready für das beste ASMR ever? Während ich jedoch das geheime Level 3 baue, was das wichtigste Level für die 500-Euro-Challenge ist, musste ich mein Game schon bei Steam einreichen, damit ihr das Game halt direkt kostenlos downloaden könnt, wenn das Video heute rauskommt. Link ganz oben in der Beschreibung. Aber um das bei Steam einreichen zu können, baue ich einen richtig epischen Trailer. Zum Glück konnte ich den super schnell mit Premiere Pro und After Effects zusammenbauen. Damit das alles halt super actionreich wird, habe ich das Time Remapping Feature genutzt. Damit könnt ihr halt Parts vom Video mit einem paar Klick schneller und langsamer abspielen lassen. Das macht das Ganze halt super dynamisch. Aber mein Favorite Feature ist wohl der Dynamic Link, wo du einfach mit Rechtsklick deinen Clip aus Premiere Pro direkt nach After Effects schicken kannst. In After Effects kannst du mit einem Klick zum Beispiel einfach einen 3D-Track machen und damit dann eine richtig coole 3D-Schrift in dein Bild reinbauen. Und das siehst du dann wieder direkt in Premiere Pro, ohne zwischen den Rändern zu müssen. Das hat mir über die Jahre schon so viel Zeit gesaved. Übrigens schneide ich all meine Videos schon seit Jahren mit Premiere Pro, mache easy Color Correction mit Lumetri, dass das Bild halt immer einfach nice aussieht. Oder wie in dem Video hier Greenscreen entfernen mit Premiere Pro, einfach mit Ultra Key einmal auf den Greenscreen klicken und zack, ist er schon weg. Das war auf jeden Fall gerade für das Video hier hyper praktisch. Und ohne die Adobe Creative Cloud mit ihren Tools wie Photoshop, Premiere Pro und After Effects könnte ich meine Videos einfach gar nicht so machen, wie ich sie heute mache. Deswegen, falls ihr noch nach 1A Software sucht, klickt einfach direkt auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar und testet einfach mal die Adobe Creative Cloud selbst aus. Vielen, vielen Dank an Adobe nochmal, dass ihr dieses coole Projekt unterstützt habt. Kuss. Das ist übrigens mein fertiger Trailer, den ich auch auf meiner Steam-Seite hochgeladen habe. In dem sieht man übrigens nur Level 1 und Level 2. Weil Level 3 ist noch fast komplett geheim. Ich kann euch nur verraten, da gibt es eine Wand, die dich zerquetschen will und diesen drehenden Turm hier. Und ich schwöre euch, es ist die eine Sache, das schwerste Jump'n'Run der Welt machen zu wollen und die andere, das testen zu müssen. Ich bin einfach verzweifelt an meinem eigenen Spiel. Das war so knapp.
Ich glaube, ich habe insgesamt locker 4 oder 5 Tage gebraucht, um das komplette Spiel zu testen und es das allererste Mal zu schaffen. Ja! Oh. Ja! Junge, ich habe so einen Mad Respekt vor allen Menschen, die diese Challenge auch schaffen. Und wenn ich hier gerade noch das Tutorial-Level fertig baue, erkläre ich euch, wie genau die ersten 5 Spieler, die mein komplettes Spiel durchspielen, 500 Euro gewinnen können. Es ist super, super wichtig, dass ihr euch ganz genau an die Regeln haltet. Jeder, der das nicht tut, wird sofort disqualifiziert, damit halt einfach alles fair bleibt. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Lest sie euch einfach nochmal durch. Wenn ihr es dann geschafft habt, das komplette Spiel mit allen 3 Leveln zu schaffen, schickt ihr mir eine Mail an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Und in der Mail muss Folgendes drin sein. Erstens, im Anhang der Mail müsst ihr mir eure Sicherungsdatei vom Spiel schicken. Wo ihr die findet, steht unten in der Beschreibung. Zweitens brauche ich die Mail zu eurem PayPal-Konto, genauso wie euer Alter, Name und Adresse, damit ich euch das Geld via PayPal schicken kann. Ich wünsche euch allen einfach ganz, ganz viel Glück beim Spiel und viel, viel Spaß. Ich freue mich so sehr, dass es endlich mal eingespielt werden kann. Ich habe sehr, sehr lange daran gesessen. Das wird eine richtig nice Community-Aktion. Downloadet euch jetzt kostenlos Project Name von Steam. Erster Link ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich, euch das alle zocken zu sehen. Peace!